Fucking fleischfressende Balkon. Ja, guck mal hier. Yeah. So sieht das alles aus. Schlauchpflanzen. Schlauchpflanzen. Auch Drosera. Drosera Intermedia, und zwar ein Typ aus North Carolina, der farblos ist. Farblos. Ja. Der Winter ging bis. Der Winter ging bis ins Frühjahr hinein und deswegen sind die Sarazenien, die Schlauchpflanzen, die wir hier sehen, später ran. Gerade die, jetzt hier Leukophylla, die in Südflorida vorkommen. Die sind spät dran, klar. Ich habe jetzt darauf verzichtet, alle meine Drahtgeflechte hier abzunehmen. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe keinen Bock zu. Hier sind, guck mal. Pinguicula, das Fettkraut, das ist hier eine spanische Art. Frag mich nicht, muss ich nachgucken in meiner Liste, wie sie heißt. Das aber hier ist Grandiflora. Und da wächst auch eine Drosera rotundifolia. Ist dabei. Ansonsten haben wir hier noch Pinguicula vulgaris. Jupp. Und die hat einen kompletten Samenstand, der nur darauf wartet, sich zu entladen. Nee, das ist Pinguicula vulgaris. Bildet sehr viele Samen und im Endeffekt hat man davon vielleicht eine Keimrate von 50%. Und das hier alles ist Pinguicula vulgaris. 50% Keimrate, wenn die ganzen Samenstände, jeder Samenstand, der bringt ungefähr 200 Korn, sag ich mal. Ja, und das ist ja ein Biotop für Pinguicula vulgaris. Das ist hier ein Biotop. Hier lasse ich auch einige Birken stehen, die sich hier vermehren wie Unkraut. Lasse ich einfach stehen. Hm? Guck durch das an, die Scheiße. Ja. Das hier ist zum Beispiel Drosera Alicia-E oder Alicia-E, wie man es auch benennen möchte. Der geht es nicht so gut. Der geht es überhaupt nicht gut. Ich stand 2 Jahre im Zimmer und jetzt stelle ich sie raus in die pralle Sonne und ja, da steht sie eben und geht es nicht gut. Guckt jetzt an, da sind gar keine Tautropfen dran und so.
Die verreckt auch nicht. Die verreckt nicht. Und die wird spätherbst aufblühen wie sonst was. Ja, und das ist hier einfach eine stinknormale Venusfliegenfalle. Eine stinknormale Venusfliegenfalle. Das hier ist auch eine Venusfliegenfalle, aber nicht stinknormal. Die ist eine rote Form auf jeden Fall. Ja? Das ist auf jeden Fall eine rote Form. Ich weiß gar nicht, welche Form. Ich glaube, Retsch. Ach, was auch immer. Ist auch scheißegal. Venus Fliegenfalle ist Venus Fliegen. Drosera binata. Das Ding ist überwiegend tot. Das ganze Jahr über. Ich verköstige es nicht mit sehr viel Licht. Das mache ich nicht. Es hat ein mächtiges Wurzelwerk, das Zeug. Und ja. Es hat mehrere Enden, wie man hier sieht. Das ist ein 16er Topf. Ja. 16 cm mal 16 cm oder ungefähr 16 cm. Saracenia Flava. Hier ein schönes, ja, herrlich. Ein schöner Farn. Ein schöner Farn, den man hier hat. Der Wind siedelt sich einfach so wild an. Der kommt einfach dazu. Nimmt man mit. Finde ich gut. Ja, guck mal. Dieser Schlauch hat sich gerade geöffnet. Ja, das ist eben das Thema mit den... ja, das Ding, das, dieser Topf stand hier bei 16 Grad minus... draußen. Ja. Da bleiben die Blüten aus. Keine Blüten gebildet, aber er hat überlebt. Er hat überlebt. Und diese Pflanze kann sehr alt werden. Ich habe die jetzt seit ungefähr 8 Jahren. Sehr alte Pflanzen und die sterben nicht so einfach. Die sterben echt nicht so einfach. Herrliche Pflanzen. Ja, und jetzt kommen wir hier zum Fußwerk. Im Sommer draußen. Und ab Dezember so kommt das Ding rein. Der sieht jetzt nicht gut aus, echt nicht. Es muss nicht immer jede Pflanze zu jeder Zeit gut aussehen. Absolut nicht. Absolut nicht. Andere Pflanzen bei wie Drosera tokayensis, Drosera roseana, das sind alles Sonderarten, die sind damit bei, die wachsen da. Das ist eine Einheit, der Topf existiert jetzt. Guck mal, der Topf existiert jetzt auch schon, weiß ich nicht, 10 Jahre, 8 Jahre, keine Ahnung. Genauso wie dieses Teil. Ein Balkonkasten ist ungefähr 80 cm lang. Eines meiner ersten, würde ich mal sagen, Projekte. Projekte. Drosera Amplica. Drosera. Intermedia. Ich habe es echt drauf verzichtet, das ganze Drahtzeug abzumachen. Das ist aber absolut notwendig. Die Amseln kommen und holen sich die Scheiße raus. Das ganze Moos mit Pflanzen, mit allem. Ja,
Man hört die Pflanzen, man hört die Vögel ja im Hintergrund. Die kommen hier auf den Balkon, machen die, erkennen die nichts. Die bedienen sich und die wollen Nester bauen. Guck mal. Was jetzt hier wächst, das ist jetzt zum Beispiel die Rosmarinheide. Neben den Karnivoren. Rosmarinheide und dann natürlich auch die Moosbeere. Die wachsen hier einfach so. Ist logisch. Ja, die wachsen hier. Geht's gut. Denen geht es gut. Das hier ist zum Beispiel. Ich wusste nicht, wohin mit dem Scheißhund. Bin denn hier hingesetzt? Ja, überwiegend sind es eben Moorpflanzen. Hochmoorpflanzen. Und hier sind die ersten Samenstände oder die ersten Blütenstände. Lange nicht, wenn das Samen dauert noch ein, zwei Monate. Der Samen. Rosera rundi, Rotundifolia. Der rotblättrige Sonntau. Ja, Intermedia haben wir gehabt hier. Arnika. Von all den Scheiß. Das ganze Drahtzeug, alles für die Vögel. Ran und rupfen sich raus, was sie kriegen können. Das ist ein Vogelkopf. Ja, hier ist die Natalensis. Das ist die südafrikanische Art, die habe ich hier reingesetzt. Da habe ich genug Pflanzen von. Die sterben ab im Winter. Die vertragen ein paar Grad minus 4, 5 Grad minus Dauerfrost. Nein, da sterben die ab. Rosera natalensis und eine Pflanze lebt hier glücklich vielleicht bis Dezember, vielleicht auch bis Januar, dann ist sie tot. Mehr ist da nicht. Ja, das ist der rundblättrige Sonder. Und jetzt mal auf. Moorlandschaft. Rosera intermedia. Hier. Die sollte da gar nicht mehr wachsen. Ich dachte, das Spacken und das Moos, das verdrängt die. Nö. Wachsen da trotzdem. Hier. Wie Unkraut. Wie Unkraut. Ja. Yes. Jesus Maria, guck dir das an. Ja, dann gucken wir noch weiter. Ein weiterer Kasten. Wie gesagt, ich lasse alles so, wie es ist. Rotundifolia kriegt hier nicht so viel Licht ab. Wird trotzdem ziemlich groß. Zwischen den Arten Rosera rotundifolia, Rosera intermedia, Rosera angliger, die können alle untereinander auch Hybriden erzeugen. Und hier habe ich so einen Verdacht zu.
Gegenstände. Hier ist dieser Verdachtsfall. Ja, genau, den habe ich gesucht. Sieht aus jetzt wie ein Mix aus Arnika und Rotundifolia. Kann sein, dass es so gekommen ist. Kommt alles vor. Die Natur im Balkon ist. Eine weiße Form auch. Jo, das ist eine weiße, eine farblose Form von Poseidon, die wächst. Große. Flächen lieben, die das Wasser lieben. Ups. Die lieben das Wasser, die lieben die Freiflächen. Drosera anglica. Langblättrige Sonnentau, wie man die nennt. Ja. Töpfen sind noch ein paar besondere Pflanzen. Drosera uniflora, den Kleintopf, kommt aus dem Südzipfel von Chile. Ist relativ winterhart, nicht ganz winterhart. Ich schütze sie vor den größten Frost und dann Kanada. Drosera linearis. Hatte ich mal sehr viel mehr von. Nein, die deutschen Winter mit 15 Grad auf einmal. Das haut nicht hin. Geht gar nicht. Die sind Schneedecken gewohnt von über 1 Meter und 30 Grad minus. Ich komme aus Kanada. Aus Kanadier. Ich versuche die trotzdem irgendwie weiter zu vermehren. Ja. Versuch. Einfach nur ein Versuch. Ich kultiviere Drosera linearis schon. Einige Jahre. Und die großen Pflanzen hier. Die größten, das sind Drosera linearis. Hier noch ein Mixtopf. Da ist einiges noch vielleicht an Sämlingen von Drosera linearis. Es sind aber auch Sämlinge von anderen winterharten Arten mit reingekommen. Und da muss man erstmal aussortieren. Ja, Pinguicula, das Fettkraut. Nochmal. Yes. Pinguicula vulgaris. Kommt in Deutschland vor. Leider geil. Hier ist nochmal ein Topf von Saracenia Flower, die Schlauchpflanze, die weiße Schlauchpflanze. Tja, die Schlauchpflanze, wie auch immer sie heißt. Okay. Habe ich jetzt 8 Jahre. Ich habe sie aufgeteilt in 2 Töpfe, weil sie sich immer weiter vermehrt hat. Ist so. Wir haben Vögel freien Zugang. Sowohl an den Drosera als auch an den Diona eher, also den Venusfliegenfall. Ja, das machen die einfach so. Ja, das machen die. Die gehen da ran. Wenn sie was brauchen, wenn die Pflanze
trotzdem noch da. Ist aber auch nur teilweise. Nur teilweise. Manche Pflanzen werden total vernichtet. Nicht drauf achtet. Wenn man nicht drauf achtet. Tja. Immer wieder hier. Der rundblättrige Sonntag. Der langblättrige Sonntag. Das wächst hier so einfach. Das ist eine 80. Das ist eine Mörtelkiste, also eine. Das ist Moor. Moor, und irgendwann habe ich ja auch mal so ein, vor ein paar Jahren, ein Schilf eingesteckt. Und den habe ich aus dem Ententeich geklaut und der ist immer noch da. Dann wächst der da eben. Schlauchpflanzen. Im Topf habe ich ins Moos gesteckt. Auch hier sollen ein paar Drosera linearis wachsen, die ich mal aus Samen hatte. Ja. Ja, trotzdem. Kübel. Fleischfressende Wasserpflanze. Dieses Ding hier heißt Wasserschlauch Utricularia Intermedia. Ja, ein Wasserschlauch, der hat Fangblasen und speziell Drosera Intermedia, Utricularia Intermedia, die haben Fangblasen unter der Erde, fangen ihre Tiere unter der Erde, was auch immer da keucht und fleucht. Und hier ist auch noch ein Drosera. Der rundblättrige Sonntau Drosera rotundifolia. Natürlich ist der auch. Hier kommt weniger Sonne ran. Klar. Das ist ein Balkon. Das ist ein Balkon, ein scheiß Balkon. Ja. Das wächst hier alles. Und auch diese Scheiße wächst hier. Ja, guck mal. Gerade verblüht. Fettkraut. Mit langen Blättern. Mit langen Fangblättern. Ja, ja. Gibt's alles. Es gibt alles auf der Erde. Ja, ja, ja. Ja, und was jetzt noch? Das sind meine Kästen, die ich den Vögeln mehr oder weniger überlasse. Samen gezüchtet. Aus Samen. Schlauchpflanzen. Sarracenia leucophylla. Sind viele Jahre alt. Die können fast ein Meter werden. Ja, und hier. Da bedienen sich die Vögel dran. Da sieht man auch, der Alltag ist ausgeräumt. Das sind dann Pflanzen, die ich hinstelle. Bei denen ich jetzt mal schmerze. Letztes Jahr wurde dieser Kasten nicht so arg mitgenommen. Jetzt schon, da wächst nicht mehr so viel, aber ein bisschen wächst immer noch. Hier ist eine Pinguicula. Fettkraut wächst hier. Irgendwo wächst auch eine Drosera. Wahrscheinlich eine Rotundifolia. Zwei Pflanzen habe ich hier gesehen. Ja, und dann lasse ich die wenigen, die sich hier halten, einfach wachsen unter Torfbedingungen.
Und fisch hier ein paar Birken raus. Das alles sind Birken. Ja? Hier, guck mal. Birken. Eine Birke. Das ist eine Birke. Ja? Birke. Einfach rausschmeißen, die Scheiße. Genug Birken auf der Welt. Ah. Da hängt sie. Es gibt Birken auf der Welt genug. So sieht's aus. Ja, und die Föhre, die tragen das Spacknum rum. In diesen Kasten hier ist zum Beispiel niemals Spacknum angepflanzt. Also, das Torfmoos. Spacknum, sagt man. Das ist richtig ausspricht. Spacknum. Ja. Niemals habe ich das angepflanzt. Ich wollte hier eine freie Torffläche haben, damit sich alle Sonnentauarten hier frei vermehren können. Spacknum sorgt natürlich für eine saure Umgebung. Es sorgt aber auch dafür, dass Sonnentau nicht überall wachsen kann. Nur da, wo man eben die stärksten Pflanzen hat, wo man die besten Bedingungen hat. Das ist auch ein Auslesekriterium. Und das hier wirklich fette Fettkräuter. Das ist Pinguicula grandiflora, also das großblütige Fettkraut, kommt in Irland vor, kommt in der Schweiz vor, eher im Westeuropa. In Deutschland von Hause aus nicht. Hier haben wir eine. Das ist auch ein Sonntag. Drosera filiformis, der fadenförmige. Sagt man, der fadenförmige Sonntag. Ja, fadenförmig ist er auf jeden Fall. Gucken wir uns das Scheißzellen an. Wachsen hier nicht immer so gut. Die halten sich draußen. Die sind voll winterhart. Aber die mögen eher die wärmeren Temperaturen. Und da wir jetzt im Juni fucking 30 Grad hinter hatten. Und im Mai auch. Und ja, Berlin eben, ja. Heißes Klima. Wir haben hier ein heißes Klima in Berlin. Ballschmerz. Im Sommer auf jeden Fall. Ja, diverse Moorpflanzen. Moorpflanzen, diverse. Jesus. Guck dir die Scheiße an. Immer wieder Birken dabei. Birken sehen sich überall an. Die haben keine großen Ansprüche. Ja. Und ist gut. Jesus, Scheiße. Scheiß die Wand an. Und tschüss.